stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, Mann. Und weiter geht's mit der Kampagne Star Wars Battlefront 2, Leute. Wir sind auf Naboo und spielen mit Prinzessin Leia. Auf der Seite der Rebellen. Oh, da haben wir eine Bubble. Ich brauche Druck auf diese Truppler. Unterstützungsfeuer! Haltet sie von dem Relais fern. Schieß doch! Müssen wir überhaupt hin hier? Was müssen wir machen? Ah, hier ist was. Können wir auch nichts machen? Was hängt das jetzt hier oder was? Ich glaube, hier ist irgendwie ein Bug oder sowas. Warte mal, kann man die Mission neu starten? Tun wir mal neu starten. Ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht. Irgendwas, glaube ich, ist da mit dem Soldaten oder so, weil der da gebackt hat. So, probieren wir es nochmal. Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Der Mikro. Der.
Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, Ma'am. Räumt den Bereich. Hier muss alles sicher sein. Jawohl, Prinzessin. Wird gemacht. Wir halten den Zug vorbei. Feuer, Gebiet gesichert. Das verschafft uns Zeit. Ja, kriegen Sie das Relais hin? Ich war früher mal Ingenieur auf Großkampfschiff. An die Arbeit. Wir decken sie. Ja, Ma'am. Shuttles im Anflug. Imperiale Truppen kommen. Wo denn? Wir haben ein Relais zum Laufen gebracht. Also ich war's. Ah, okay. Jetzt macht das. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Das Gebiet sichern! Der Sturm hat die Stolzpreise gekriegt. Ja, ich krieg das hin. Verstärkt! Wir sind nicht leichtsinnig. Schließen die Lücke! Was war das? Das dauert nicht mehr lange. Auf Deckung! Das Relais beschützen. Da kommt noch mehr! Schützt down! Komm schon! Hab's fast! Ich brauche Schutz! Problem. Okay, jetzt geht's weiter. Anscheinend vorher doch gebackt oder sowas. Ja, bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Sieg das Imperium nicht aufhalten. Ich glaube, wir müssen weiter. Bestätige, White. Gehen Sie in Deckung. Angreifer am Boden! Puh, das hat gesessen! Weiter! Die wollen uns holen! Transporter kommen! Das Imperium lässt nicht nach! Wir decken Sie, Hoheit! Los! Ein weiteres Relais ist so gut wie aktiviert. So gut. Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube an sich. Freut mich. Es ist einer. What's it? Ist krass, wenn du einmal triffst mit dem, sind die gleich down. Sie sind dran, Del. Los geht's. Eine
Prinzessin, schlechte Nachricht. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Können nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und bleiben Sie am Leben. Nach dem Ionenimpuls sind Sie sicher. Verstanden, Prinzessin. Ziele Speer. So, wohin? Wohin? Okay, weiter geht's. Sehr gut. Alle zum Palast. Dal wird reingehen und einen Ion. Auf geht's zum Palast. Bitte? Die Königin hat vor den Klonkriegen zum Schutz von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Wird das nicht unsere Waffen? Nicht, wenn wir im Palast sind. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Ah, da muss so ein... Na los, hier rein! Auch nur etwas Zeit! Wir werden überrannt! Alle zurückfallen! Rückzug, okay. Kampfläufer, lenkt sie ab! Eieiei, okay. Wird aber nicht viel sein. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen.
Geschafft, glaube ich. Boah. Boom. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Calrissian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was Sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Hatte ich ja vorher schon gesagt in den anderen Folgen. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Mann. Super. Monate später. Senatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Takodana. Der manövriert sich auch immer in so komische Situationen rein, der Han Solo. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Grenzlinge. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon. Hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät.
Und meine Gäste hier werden immer gesprächiger. Ja, wir sowas gesoffen haben. Danke, Mars. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Gut, Leute, damit würde ich sagen, was ist auch schon wieder mit der Folge. Wie schon auf jeden Fall in der nächsten Folge, wie es dann mit Han Solo weitergeht, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Reingehauen. Ciao, ciao. Euer Andi.